soll das? Sieht so eine Weihnachtsdokumentation aus? Und wer hat eigentlich den Kompromiss in den Kopf geschissen? Die Tage werden kürzer und Gemeinschaft länger. Im Zauberwald beginnt die stille Zeit. Oder? Ja! Frauen beim Muttersägenkurs. Ja, wir machen das für ein Muttersägenkurs. Hat sie gerade was gesagt? Das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft geht mir am Arsch vorbei. Welcher Vollhorst denkt sich diese Namen aus? Und es gibt auch nichts Besseres, als einem Baum beim Unfall zuzuschauen. So, reicht auch schon wieder. Auch wenn der Sage nach schreckliche Riesenschlangen und geheimnisvolle Wesen in den Tiefen meiner Hose lauern sollen, ist mein Schwanz relativ kurz. Scheiße. Kochgenie Hans Herzer und Fischer Sepp Peugner sind seit Jahren dabei, alte Stiefel aus dem Traunsee zu fischen. Die braucht man für Kurt Reisenbergers Alpenfischsalami. Alter, das ist doch keine Fischwurst. Scheiß Spaß. Wohlverdiente Pause nach der intensiven Sexarbeit. Diese ist im Wohnzimmer noch in vollem Gange. Otto von Bismarck nannte den Herbst Frühling des Winters und den Frühling Sommer des Herbstes und den Winter Herbst des Frühlings. Meine Mutter nannte mich immer einen Versager. Malerisch auch eine herbstliche Fahrt auf den Hausberg der Ebenseer. Oh, das ist aber nicht so gut gelaufen. Schöne Bäume. So, willkommen jetzt zur Station. Kann ich endlich Feierabend machen? Und wenn du nochmal eine YouTube-Kacke über so eine bescheuerte Doku machst, wünsche ich dir, dass dein PC kaputt geht. There's jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open.